Servus, hallo, liebe Outdoor- und Wanderfreunde. Einen herzlichen guten Morgen. Ich melde mich jetzt mal noch aus dem Auto heraus. Ich habe jetzt eine gute Stunde Anfahrtsweg gehabt. Bin jetzt im Landkreis Calw in Bad Herrenalb gelandet. Es liegt etwa 350 Meter hoch. Die Ortschaft davor war Loffenau, das gehört noch zum Landkreis Rastatt, jetzt gesagt, wie gesagt, Landkreis Calw. Und ich mache heute eine Wanderung zur sagenumwobenen Teufelsmühle bei wieder mal regnerischem Wetter und etwa 10 Grad Außentemperatur. Die Teufelsmühle, da ist auch ein Höhengasthaus, das werde ich so nach etwa 9 Kilometern erreichen. Es erwarten mich ca. 650 Höhenmeter. Und ja, lasst euch mal überraschen, so tolle Ausblicke wird es heute nicht geben. Aber ich genehmige mir jetzt erstmal einen schönen warmen Kaffee, den ich mir zu Hause gemacht habe. Schön isoliert und dann geht's auf die Tour und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und damit geht's los. Viel Spaß wünsche ich euch. So, jetzt geht es ja erstmal die Treppen hoch auf dem Albtalweg. Hier geht's weiter. Es hat schon was, so an einem Feiertag wie heute im Regen spazieren zu gehen. Vielleicht gibt es auch mal kleinere Lichtblicke, aber bis jetzt sieht es nicht so aus, eher wie Dauerregen. Und das bei etwa 9 bis 10 Grad. Man trifft zwar so einzelne Spaziergänger, ganz selten mal ein Wanderer oder ja, jemand, der mit seinem Hund Gassi geht. Aber ansonsten hat man eigentlich den ganzen Wald für sich und ich habe jetzt eben den Kurort Bad Herrenalb verlassen und bin jetzt hier noch auf einem breiten Forstweg am Waldrand entlang und ja, in einigen Kilometern werde ich dann später die Teufelsmühle erreichen in mehr als 900 Metern Höhe
aber das wird sich ziehen. Das dauert. Und so bin ich auch mal gespannt, wie viele Kilometer am Ende zusammenkommen. Vielleicht sind es auch nur 16 Kilometer, weil ich orientiere mich jetzt eher an den Wegweisern und an den Routen, die mir anzeigen, wo es lang geht. Und da kann ich eigentlich auch nichts falsch machen, weil die Tour ist eigentlich auch beschildert. Und Kilometer 2 habe ich vorhin soeben passiert. Und es geht munter weiter im Dauerregen. Viel Spaß euch bei meiner Tour.
Ja, ich hatte also über die A5 bis zur Ausfahrt Rastatt und dann weiter Richtung Murgtal auf der B462 über Gaggenau und Gernsbach über Loffenau, wo es dann ein bisschen bergiger ging, bis nach Bad Herrenalb. Etwa 87 Kilometer Fahrstrecke und etwa 1 Stunde 10 Minuten Fahrzeit, weil es dann eben quasi auf der Bundesstraße und über Loffenau auch nicht so schnell voranging, muss man da also schon mehr als 1 Stunde Fahrzeit veranschlagen und war dann eben gegen Vormittag eingetroffen am S-Bahnhof in Bad Herrenalb und dann ging es erstmal einen guten Kilometer durch das Kurzentrum der Stadt. Und ich glaube, jetzt habe ich mittlerweile Kilometer 4 erreicht und es geht weiter stetig bergauf. Ich muss ja eben quasi am Ende an der Teufelsmühle angekommen sein, in etwas mehr als 900 Metern Höhe. Und bis dahin darf ich noch ein paar Höhenmeter absolvieren hier. Und ich muss ja betonen, der Regen auf einer Wanderung macht mir im Prinzip überhaupt nichts aus. Es gibt ja nur schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter in dem Sinn. Aber was mich dann insbesondere gestört hat, gerade unten im Kurort, dieser ekelhafte, nervige Wind, dass es einem halber den Schirm zusammengezogen hat. Das war also alles andere als angenehm. Also Wind ist dann schon sehr nervig, wenn er dann ein bisschen stärker ausfällt. Nebel und schlechte Sicht macht auch nichts aus, wenn man hier zu Fuß im Wald unterwegs ist. Und wie gesagt, der Regen ist auch nicht störend. Der hat irgendwie ein gewisses Flair. Man meint, oder man hat das Gefühl, man ist hier fast allein im Wald unterwegs als Wanderer. Heute am Tag der Deutschen Einheit. Und im unteren Bereich, kurz nach Verlassen des Kurortes, auf dem breiten Forstweg, da habe ich noch 2, 3 Leute getroffen, die hier einzeln unterwegs waren. Noch einer mit seinem Hund. Aber ansonsten, seit ich unten die Brücke überquert habe, gar niemand mehr. Also sehr ruhig hier im Wald und Vögel hört man auch kaum welche. Wirklich sehr still und angenehm ruhig, ja, hier unterwegs zu sein. Ja, also hier gigantisch viel los, hier an diesem Parkplatz mit lauter geländegängigen Jeeps da vom Militär. Keine Ahnung, was die Leute hier alle machen, haben die hier so einen Treffpunkt. Aber da waren wohl gleich mal so 60, 70 Leute auf einem Schlag und eine Sirene lief da. Die machen da wohl irgend so ein Militärtreffen mit ihren Fahrzeugen. Keine Ahnung, da geht es richtig ab. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da noch auf sowas treffe. Aber okay. Ziemlich neblig jetzt. Der Blick nach vorne. Thank you.
So, also hier bin ich doch am großen Loch angekommen. Das sind dann noch etwa 180, 190 Höhenmeter bis zum Höhengasthaus an der Teufelsmühle. Vorher komme ich noch am Grenzertparkplatz vorbei. Und somit geht der Weg wurzelig und steinig weiterhin bergauf im Regen. Mit etwas Nebel dabei, wie ihr sicherlich schon erkannt habt. Hier jetzt nochmal der Blick nach unten, wo ich gerade hergekommen bin. Und mittlerweile Kilometer 5,8 absolviert. Also ein 1,5 Kilometer Wanderstrecke, mehr als 190 Höhenmeter zu absolvieren. Das verspricht dann eben doch sehr steil und hier auch zusätzlich sehr steinig zu gehen. Da überwindet man doch nach kürzester Zeit schon etliche Höhenmeter. Das fordert natürlich seinen Tribut, aber das macht auch Spaß, wenn es so straight nach oben geht. Eine schöne Belastung für Körper, Geist und Kreislauf. So muss das sein. Zwei Bänke ohne Aussicht.
Ja, nachdem die Tour etwa bis Kilometer 4 große Teufelsmühlenrunde genannt wurde, heißt sie seit kurzer Zeit nur noch große Loffenauer Runde. Und es ist ein großer Wegweiser in grün-weiß gehalten, wobei die blaue Raute weiterhin den Weg zur Teufelsmühle markiert. Und es regnet immer noch ein bisschen. So, mittlerweile dürften es vielleicht noch 700 bis 800 Meter sein bis zur großen Teufelsmühle bzw. bis zum Höhengasthaus an der Teufelsmühle. Es ging jetzt gerade eben nochmal nach diesen zwei Bänken ziemlich satt bergan. Jetzt wieder hier kurz auf einem breiten Weg. Vorhin habe ich auch noch 5 Leute getroffen, die mit ihrem Hund unterwegs waren, die sich auch diese Tour gegönnt haben bei diesem eher tristen Wetter heute am 3. Oktober. Aber ein ganz kleiner Lichtblick gibt es am Himmel. Die Sonne versucht sich da oben durchzukämpfen, wenn auch mit viel Mühe. Aber es ist hier ziemlich windig in einer Höhe zwischen 800 und 900 Metern. Und es hat aber dafür jetzt mal aufgehört zu regnen. Vielleicht geht es ja später wieder weiter mit einem Schauer. Lassen wir uns überraschen. Wow, 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 hat man ja doch noch eine gute Aussicht hier von der Teufelsmühle. Gigantisch. Wahnsinn, diese Fernsicht hier. Runter ins Murgtal, rüber bis zu den Vogesen und ins Rheintal. Nicht schlecht. Muss man erstmal aufsaugen und auf sich wirken lassen.
grandios. Dieses Panorama hier in knapp 900 Metern Höhe. Da hat sich der beschwerliche Aufstieg doch gelohnt. Nur die Besteigung des Turmes bleibt mir verwehrt, der ist geschlossen. Aber ansonsten hier eine schöne Fernsicht bis rüber zum Rhein und drüber hinaus. Ja, und dann ist da eben dieses Wolkenband, dann ist die Sicht nicht mehr ganz so gut. Aber nicht schlecht. So, hier dürfte ich jetzt den höchsten Punkt der großen Teufelsrunde erreicht haben, nämlich in 915 Metern Höhe. Ein wunderschöner Weg mit vielen großen Steinen, die sich hier auf dem Weg offenbaren. Die Sonne blinzelt durch. Es hat gerade ein richtig schönes Wetterschauspiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass heute noch die Sonne durchkommt, nachdem wie es vorhin die ganze Zeit hier hoch geschüttet hat und geregnet hat mit Wind und allem, was so dabei ist. Aber hier wirklich sehr schön, dieser Weg da inmitten der Birken. Und was sonst noch alles so rumsteht hier an Bäumen. Richtig toller felsiger, steiniger Weg und es sind von hier jetzt noch etwa 8,5 Kilometer zurück nach Bad Herrenalb. Das ist also etwas die längere Strecke jetzt. Hochzus waren es, glaube ich, wie viel hatte ich Hochzus? Gutes 7,5 bis direkt zum Höhengasthaus und ich denke mal, das Wetter könnte jetzt halten, dass ich den Schirm eingepackt lassen kann. Aber wirklich ein sehr schöner, naturbelassener Weg. Macht richtig Freude, hier darauf zu gehen. Und es sind auch keine Menschenmassen unterwegs bei diesem eher
trüben Wetter, wie wir es vorhin hatten. Aber die Sonne kämpft sich wacker durch. So ist das doch auch schön.
Das ist jetzt cool. Oben stand gerade eben vor 100 Metern Bad Herrenalb 8,9 Kilometer. Und hier steht jetzt nur noch 7 Kilometer bis zum Bahnhof. Ist lustig. Aber ich glaube, es sind eher nur noch 7 Kilometer. Lassen wir uns mal überraschen. Aber das sind ja fast 2 Kilometer Differenz. Da kann irgendwas nicht stimmen. Aber jetzt schaut euch mal diese herrliche Fernsicht an, dieses Panorama. Dann ganz drüben sieht man so 8 bis 10 Windräder. Die verschiedenen Wolkenschichten. Ja. Sieht schon toll aus. Und jetzt geht es hier auf der gelben Raute weiter. Und der Weg ist wieder breiter geworden. Gerade eben, der war ja echt herrlich. Diese schätzungsweise 1,5 Kilometer, wenn es nicht sogar mehr waren, wo es hier auf diesem herrlichen, steinigen, wurzeligen Pfad durch den Wald ging. Einfach klasse. Ja, wie ihr seht, habe ich die gesamte Tour anhand der Stationen notiert, aufgeschrieben und einlaminiert. So kann ich dann immer schauen, wo ich noch vorbeikommen muss, an welchen Positionen ich quasi vorbeikomme. Ja. Und da hat man eigentlich so die wichtigen Details von der Tour drauf. Herrlich. Und die Sonne kommt doch noch durch, richtig. Super. Ich bin jetzt gerade an der Hahnenfalls-Hütte vorbeigekommen, war da immer noch 876 Meter hoch und von der Teufelsmühle bis jetzt hierher sind mir insgesamt 7 Leute entgegengekommen, meistens so Zweierpärchen, aber einmal war auch ein einsamer Trailrunner unterwegs mit seinem Trinkrucksack, der ist da oben entlang gejoggt Richtung Teufelsmühle über das ganze wurzelige und felsige Gestein. Ja, aber ansonsten hat man hier echt seine Ruhe, trifft nur ab und zu mal ein paar Menschen. Es ist hier wieder etwas nebeliger gerade. Oben ist zwar die Sonne zu sehen, aber dafür regnet es nicht mehr. Ist doch jetzt auch schon mal gut. Aber man muss hier wirklich sehr aufpassen, weil es sehr, sehr steinig ist und es geht leicht abwärts. Und die sind natürlich sehr klitschig und rutschig, die Steine. Da muss man also immer gut aufpassen. Ja, eine schöne Steinbank. Und weiter abwärts geht es.
Und jetzt befinde ich mich hier unterhalb der Position Axtloh, immer noch ca. 650 Meter hoch. Und der Bahnhof in Bad Herrenalb, der liegt ja nur 350 Meter hoch. Also da darf ich noch ein ganz schönes Stückchen abwärts gehen. Und etwa gut 11,5 Kilometer habe ich jetzt auch schon absolviert.